Vom Winde verweht aus 1939 spielt zwar nicht zu Weihnachten, vom Winde verweht 2023 zur Weihnachtszeit könnte allerdings Realität werden. Denn die Wetterprognosen für den Heiligen Abend und die Tage danach sind nicht die besten. In Teilen Österreichs wurde jetzt auch eine Wetterwarnung ausgegeben, denn Sturmböen, die sind möglich, da könnte es richtig ungemütlich werden. Die Lage ist österreichweit aber den Prognosen zufolge sehr unterschiedlich zu berechnen. Während der Heilige Abend in Ostösterreich relativ mild vonstatten gehen soll. Hier werden Temperaturen von bis zu 7 Grad erwartet. Könnte es vor allem in Westösterreich nicht nur zu Sturm kommen, sondern die Alarmglocken, die schrillen, denn auch Neuschneemengen in ziemlich großer Anzahl, die werden erwartet. Das heißt, in Teilen Österreichs, da könnte es tatsächlich weiße Weihnachten garniert auch mit starken Stürmen geben. In Ostösterreich, da ist davon auszugehen, dass es relativ mild werden wird. Wie die Prognose dann tatsächlich aussieht, das wissen wir spätestens am Heiligen Abend, also am 24. Dezember. Der Sturm Soltan hat in Österreich für beträchtliche Unruhe gesorgt. Vor Donnerstagabend bis Freitag früh mussten Feuerwehren vielerorts ausrücken. In Salzburg traf ein Baum einen Opus, wobei die Fahrerin leicht verletzt wurde. In Oberösterreich war der Westen besonders betroffen, mit rund 3.400 Helfern in 400 Einsätzen bis 2 Uhr nachts. Die Notrufe häuften sich ab 18.30 Uhr mit einem Spitzenwert gegen 22.30 Uhr. In Niederösterreich gab es etwa 130 Feuerwehreinsätze. Hier waren vor allem umgestürzte Bäume und beschädigte Strom- und Telefonleitungen ein Problem. Man bleibt in Alarmbereitschaft und rechnet mit weiteren Einsätzen bis zum Wochenende. Kleinere Stromausfälle und beschädigte Autos durch herabfallende Bäume wurden gemeldet. Die Lawinengefahr in den Alpenregionen war erheblich und wurde auf Stufe 3 von 5 eingeschätzt. Für Samstag erwartet man eine Zunahme der Gefahr durch Neuschnee und Sturm. In Salzburg wurde der Obusverkehr nach einem Unfall vorübergehend eingestellt. Insgesamt hatten die Einsatzkräfte etwa 620 an der Zahl, hauptsächlich mit umgestürzten Bäumen und anderen Blockaden zu kämpfen. Auch der Zugverkehr wurde in Bürmoos wegen umgestürzter Bäume und Leitungsschäden beeinträchtigt. Die Tauernautobahn A10 erlebte aufgrund umgestürzter Bäume lange Staus. Im Flugverkehr kam es ebenfalls zu Behinderungen, wobei einige Flüge nach Linz umgeleitet oder gestrichen wurden. Auch in Wien war die Feuerwehr stark gefordert, allerdings ohne gravierende Schäden. Hier über Österreich fegt aktuell das Sturmtief Soltan. Betroffen ist vor allem Oberösterreich und Salzburg, aber mittlerweile ist es auch schon bei den anderen Bundesländern angekommen. In der Nacht auf den Freitag gab es deswegen auch hunderte Feuerwehreinsätze. Dächer wurden abgedeckt, Bäume sind umgefallen und der Strom ist auch an einigen Orten ausgefallen. Ja, vor allem in Oberösterreich ist der Sturm besonders stark. Da wurden Windböen von bis zu 100 km/h gemessen. In Salzburg gab es bereits einen Personenschaden. Ein Baum ist umgefallen und hat dabei eine Obuslenkerin verletzt, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Und das richtig große Drama hat sich dann schon in Niederösterreich ereignet, in Klosterneuburg im Bezirk Tulln. Da ist auch ein Baum umgefallen und hat dabei einen Hochstand mitgerissen, in dem sich ein Jäger befunden hat. Für den Mann kam allerdings leider jede Hilfe zu spät. Und auch in den nächsten Tagen sieht es noch nicht nach Entlastung aus. Es bleibt weiterhin stürmisch mit dichten Wolken, Regen oder auch Schneefall. Die Schneefallgrenze variiert dabei sehr stark. Im Westen liegt sie bei rund 1600 Metern und an der Alpenostseite, da liegt sie zwischen 600 und 800 Metern. Und die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 4 und 10 Grad. Herr Feiler, Sturmtief Soltan hält Österreich in Atem, aber vor allem natürlich auch die Berufsfeuerwehren und alle anderen Einsatzkräfte. Wie haben Sie die Lage seit Donnerstag wahrgenommen? Ja, also bei uns richtig losgegangen ist es die letzten 24 Stunden. Wir haben die letzten 24 Stunden im Wiener Stadtgebiet 210 Einsätze gehabt, wovon wir ungefähr 80 Einsätze wirklich auf den Starkwind oder Sturm zurückführen können. Wie kann man sich diese Einsätze vorstellen? Was ist da ungefähr passiert? Ja, also wir nennen das der Klassiker des Feuerwehrmanns. Das sind Gruppeneinsätze, so wie das Fahrzeug, das Sie hinter mir sehen, wo 6 Feuerwehrmänner oder 6 Feuerwehrfrauen drauf sind. Was sind das dann für Einsätze genau? Zum Beispiel loser Dach, ziegellose Dachrinne, Rauchfangaufsatz oder aber auch abgebrochene Äste von Bäumen, die dann drohen zu Boden zu stürzen. In diesem technischen Umfeld bewegen sich die Einsätze. Wie kann man dem Herr werden mit dem Personal? Es ist das ja auch nicht immer so, dass so viele Einsätze wahrscheinlich sind in so kurzer Zeit. Wie regeln Sie das?
Natürlich hat eine Berufsfeuerwehr ihre Konzepte in der Schublade und ich sage einmal, Schublade 1 wurde geöffnet. Das heißt, wir haben mit Umstrukturierungsmaßnahmen jene Fahrzeuge oder Container stärker besetzt, die erfahrungsgemäß bei Sturmeinsätzen alarmiert werden. Und natürlich mit dem Personal, das muss wahrscheinlich auch vielleicht mehr auf Abrufbereitschaft sein. Wie ist das hier und wie viele waren denn jetzt im Einsatz eigentlich? Naja, wir haben sogenannte Dienstführungen, die über ganz Wien verwaltungstechnisch auch unser Einsatzpersonal koordinieren. Und natürlich werden die rechtzeitig sämtliche Nummern durchprobieren, denen Kollegen sagen, hält euch bereit. Basiert an der Katastrophe in der Nacht haben wir es naturgemäß etwas leichter, weil am nächsten Tag rückt die nächste Mannschaft ein und da hätten wir dann schlagartig, ohne dass wir telefonieren oder sonstige Rundrufe machen müssen, die doppelte Anzahl an Mannschaft einsatzbereit. Und von Zahlen her, wie kann man sich das vorstellen, wie viele sind da so circa im Dienst, nur schätzungsweise? Also in einem Normalbetrieb haben wir knapp 500 Mann in Wien rund um die Uhr in Dienst, die wir mit diesem symbolischen roten Knopf alarmieren könnten. Das haben Sie mir vorab schon erzählt, zum Beispiel gewisse Ausbildungen, die werden jetzt in die Realität umgesetzt. Sie haben da ein Baumschneiden hier mehr oder weniger angesprochen, vielleicht wollen Sie das nochmal ganz kurz auch für die Zuseher erklären. Ja, also wenn man sich vorbereiten kann, was als Feuerwehr eh selten genug ist, aber haben wir den Luxus, von unseren Wetterexperten, bereitet euch vor, oder wie heißt es auf Wienerisch, zieht euch warm an, dann werden wir natürlich Ausbildungen nicht beginnen, wo wir irrsinnig viel Sondergeräte abpacken oder sonstiges. Da wird die Mannschaft dann schon zusammen konzentriert auf der Wache. Natürlich gibt es dann auch keine sonstigen Fort- und Weiterbildungen, weil sie eh relativ bald dann unterbrochen werden. Es werden auch Übungsfahrzeuge voll aufgerüstet, dass wenn man dann Mannschaft aus dem freien Tag einberufen muss, diese dann diese zusätzlichen Fahrzeuge besetzen können. Gag am Rande, heute hätten wir gehabt zum Beispiel für die jungen Feuerwehrkollegen als Fort- und Weiterbildung Baum schneiden. Ich glaube, das haben wir heute nicht begonnen, weil die Kollegen haben es letzte Nacht und ich glaube auch die heutigen werden es in die Realität umsetzen. Absolut, auch ein großes Dankeschön. Das heißt, man kann aber sagen, dank auch der vielen Einsätze auch von Ihnen, es ist aber nichts Gröberes passiert, oder? Es ist zumindest kein Mensch hat sich verletzt oder Schlimmeres passiert? Das haben Sie jetzt schön formuliert. Ja, natürlich ist die oberste Prämisse immer, Menschenleben zu retten bei einer Feuerwehr. Gott sei Dank gibt es zurzeit noch keinen Personenschaden. Wir konnten uns also daher auf den Sachwertschutz, wie es so schön heißt, konzentrieren. Was würden Sie den Menschen raten, was sollte man jetzt bitte unterlassen in den nächsten Tagen, solange diese eigentlich Warnstufe Orange noch aushängig ist? Ja, also Joggen gehen in dem Wald oder Stretchübungen unter dem Baum würde ich jetzt nicht empfehlen. Genauso die, die ihre Terrasse noch nicht winterdicht gemacht haben. Jetzt wäre ein Zeitfenster, solange der Wind nachgelassen hat. Die, die winterdicht gemacht haben, könnten vielleicht kontrollieren, ob alle Planer eh noch dort sitzen, wo sie hingehören. Und bei so einem Rundgang vielleicht auch Vergessenes, wie, ich weiß nicht, den Griller noch nicht genau schön in die Ecke gestellt. Man wird es irgendwann tun und im Frühjahr kommt man drauf, man hat es vergessen. Jetzt ein Kontrollcheck, wie es so schön heißt, wäre nicht schlecht. Abschließend auch noch, jetzt ist ja doch Heiligabend am Sonntag. Wie besinnlich wird es denn hier? Womit rechnen Sie? Gibt es schon vorab Prognosen, wie sich das mit dem Wind entwickeln könnte, worauf Sie sich schon vorbereiten müssen? Die Prognosen sind ähnlich. Wir hätten sogar die leise Hoffnung, dass es etwas nachlässt. Aber das Problem sind das Böenartige. Da ist man nie vor Überraschungen gefeit. Und Heiligabend allgemein für die Feuerwehr ist immer ein bisschen eine Überraschung sein. Man weiß nie, was drinnen steckt. Es kann stundenlang ein besinnlicher Abend sein und Sekunden später sitzt du eben am Fahrzeug und feierst mit einer anderen Familie Weihnachten, weil dort gerade der Baum brennt. Vielleicht letzte Frage noch. Weihnachten kommt das neue Jahr auch, da wünscht man sich immer viel. Was würden Sie sich vielleicht fürs nächste Jahr wünschen, auch hier unter anderem für die Feuerwehr und Co.?
Naja, also dass wir mit derselben Mannschaftsstärke einrücken, mit der wir ausgerückt sind, sprich, dass alle wieder gesund nach Hause kommen. Ich habe Günther Trinker bei mir, erster Landesfeuerwehrkommandant hier in Salzburg. Und die Feuerwehren, die hatten gestern einiges zu tun, nicht nur in der Stadt Salzburg, sondern im ganzen Land, hauptsächlich im Flachgau und Tennengau. In der Stadt Salzburg, wir haben es ja gesehen, da fiel zum Beispiel ein Baum auf einen Bus, verletzt wurde dabei Gott sei Dank niemand, und das war dann die Reaktion seitens der Salzburger AG, der Busbetreiber hier in Salzburg, dass man alle Busse aufgrund des starken Sturms eben einrücken lässt in die Remise in der Alpenstraße. Das hat einige Zeit gedauert, aber dann, wie gesagt, waren alle Busse in Sicherheit. Momentan sieht es so aus, dass wir noch immer leichte Sturmböen haben hier in der Stadt Salzburg und auch Schneeregen. Aber Herr Trinker, wie war die Lage gestern Abend bzw. gestern Nacht? Da ist ja extrem zugegangen. Ja, so gegen Mitternacht ist eine Sturmfront wieder über das Bundesland Salzburg. In erster Linie über den Norden, über den Flachgau, über die Stadt Salzburg, über den Tennengau, den nördlichen Teil des Prinzgaues gezogen. Hauptproblem in erster Linie die starken Sturmböen, umgestürzte Bäume. Bäume, also die auf Straßen gestürzt sind, auf Häuser bzw. abgedeckte Dächer bzw. teilweise abgedeckte und beschädigte Dächer. Die Stadt Salzburg haben sich schon angesprochen, das Problem mit dem Opus. Wie gesagt, derzeit sind die Feuerwehren noch beim Aufräumen, was die Schäden aus der Nacht betrifft, aber es kommen immer wieder laufend neue Einsätze herein. Wir haben rund seit Mitternacht rund 40 Feuerwehren bei rund 160 Einsätzen mit 750 Einsatzkräften im Einsatz. Für heute sind wieder böiger Sturm und auch Starkregen und in höheren Lagen Schnee angesagt. Sind Ihre Männer und Frauen bereit für die nächste Katastrophenfront hier in Salzburg? Die Frauen und Männer der Feuerwehr sind natürlich bereit, aber wie Sie schon sagen, es ist für heute Freitag, aber auch für die Nacht auf Samstag und den Samstag sind weiterhin Sturmböen angesagt. Der Niederschlag könnte zu Problemen führen, hängt von der Schneefallgrenze ab, aber letztendlich werden die Feuerwehren so wie immer auch diese Schadenslage bewältigen. Danke vielmals, Herr Trinker. Aber nicht nur in der Stadt Salzburg und im Land Salzburg, im nördlichen Salzburg, im Flachgau, kam es zu einigen Problemen. Auch in Oberösterreich, da waren die Feuerwehren sehr, sehr gefordert. Zum Beispiel wurde in Wels das Dach einer Schule abgedeckt und auch sonst gab es dort sehr viele umgestürzte Bäume bzw. abgerissene Äste von den Bäumen, die aufgrund des Sturmes dann natürlich auf den Straßen und teilweise auch auf Autos lagen. Und der Landeskatastrophenschutz zusammen mit den Sachverständigendiensten bereitet sich auf eine ernstzunehmende, aber nicht besorgniserregende Situation vor. Wir erwarten also das Eintreffen einer Nordwestströmung, die gleichzeitig Regen, Schnee und Sturm Richtung Salzburg transportieren wird. Für uns bedeutet das im Segment Sturm Windgeschwindigkeiten von 80 bis 90 Kilometern pro Stunde, Böen um die 100, im Gebirge über 120 km/h, wobei hier hauptbetroffen sein der Flachgau sein wird. In den Gebirgstälern wird dieser Wind etwas schwächer ausfallen. Regen bedeutet, dass wir 40 bis 80 mm Niederschlag am Quadratmeter erwarten, im Nordstau sogar 100 mm pro Quadratmeter und das Ganze einhergehend mit einer schwankenden Schneefallgrenze. Dieser starke Regen führt natürlich schon auch da und dort, insbesondere an den kleineren und mittleren Fließgewässern, wahrscheinlich auch an den Flachgauer Seen, zu punktuellen Ausuferungen, kleineren Überschwemmungen. Wir werden das bestimmt auch auf landwirtschaftlichen Flächen, die Muldencharakter haben, erleben. Große Überschwemmungen an den großen Salzburger Fließgewässern, das erwarten wir aber aufgrund der Schneefallgrenze und auch aufgrund der Wasserbindung im Schnee jetzt nicht wirklich. Ja, und Schnee bedeutet im hochalpinen Gelände einen Meter Neuschnee.
Und das führt natürlich mit den starken Windböen in Orkanstärke dazu, dass es unglaubliche Verfrachtungen gibt. Also was wir unterm Strich für die Bevölkerung in dieser Situation erwarten, ist, dass wir Lawinenabgänge haben werden. Das Gute ist, dass wir diese Schlechtwetterprognose im Prinzip von heute Mitternacht, also Donnerstag Mitternacht bis Samstag Mitternacht erwarten, dass im Prinzip die Entspannung am Sonntag Stück für Stück eintreten wird und die Bevölkerung aus heutiger Sicht einen ungestörten Heiligen Abend erleben kann. Bis dorthin aber unsere Empfehlung an die Bevölkerung, unbedingt Einlaufschächte von Oberflächenwasser freimachen. Wir appellieren auch, lose Gegenstände, sofern das noch nicht passiert ist, denke ich an Terrassengarnituren und Ähnliches, zu verräumen. Ganz wichtig, insbesondere während der Sturmspitzen, keine Arbeiten auf dem Dach durchzuführen. Während der Höchstgeschwindigkeiten des Sturms, und das wird so am Samstag ab der Mittagszeit im Flachgau erwartet, hier wirklich die Spaziergänge im Wald, in Parkanlagen eher hinteranstellen. Größte Vorsicht im Straßenverkehr in zweierlei Hinsicht. Der Wind, der aus dem Windschatten heraus womöglich starke Seitenwindeffekte erzeugen kann, aber auch natürlich die Schnee- und Schneematsch-Situation auf der Fahrbahn, die uns hier wichtig erscheint. Ja, und letzten Endes auf Stromausfälle vorbereiten und ganz einfach den Informationen, den Empfehlungen der Behörden, der Sachverständigen Folge leisten.